Moin, in diesem Video nehme ich euch mit an Bord der Mein Schiff 1 aus dem Hause TUI Cruises. Das Schiff ist seit 2018 in Betrieb und mit einer Länge von 316 Metern für knapp 2900 Passagiere ausgelegt. In diesem Video möchte ich euch kurz und kompakt die Highlights des Schiffes vorstellen, welches fast identisch zum Schwesternschiff der Mein Schiff 2 ausgefallen ist. Los geht es direkt mit einem der Highlights des Schiffes und dies ist in meinen Augen das Pooldeck mit seinem 25 Meter langen Pool. Hier kann man entspannt seine Bahnen ziehen oder in einem der Whirlpools entspannen. Für uns ist das Pooldeck mit seinem offenen Design ein echter Pluspunkt des Schiffes. Zudem mögen wir die vielen Liegeflächen, von denen man fast von überall auch das Meer im Blick hat. Nur wenige Meter vom Hauptpool entfernt befindet sich mit der Lagune dann direkt ein zweiter, nicht überdachter Badebereich mit einem kleineren Pool und zwei weiteren Whirlpools. Auch hier lässt es sich super entspannen. Am frühen Morgen werden zudem in einem der beiden Pools auch immer mal wieder Wassergymnastikkurse angeboten, um mit Power in den Tag zu starten. Wer Lust auf einen Snack hat, der geht hier auch nicht leer aus, denn es gibt neben dem Bosporus Grill mit seinem Döner auch noch die Eisbar mit leckeren Eisspezialitäten. Beide Snackmöglichkeiten sind im Reisepreis inkludiert und gerade während des Aufenthalts am Poolbereich ist es immer mal wieder eine gute Idee, da was essen zu gehen. Auch in den Abendstunden lohnt es sich, mal auf dem Pooldeck vorbeizuschauen, denn dann werden bei gutem Wetter auch immer mal wieder Poolpartys durchgeführt und in den wärmeren Fahrtgebieten findet auch mal das Open-Air-Kino statt. Bevor wir uns die Innenbereiche des Schiffes anschauen, geht's noch weiter in den Außenbereich, denn ganz hinten am Heck befindet sich auf Deck 14 und 15 die Außenalster bzw. die Hohe Luftbar, zwei der beliebtesten Bars an Bord, da ihr von beiden Bars aus viele tolle Sitzmöglichkeiten mit schönen Ausblick auf die Heckwelle habt. So, weiter geht's jetzt mit den Innenbereichen der Mein Schiff 1 und TUI Cruises ist für uns so ein bisschen der Inbegriff einer ziemlich entspannten Kreuzfahrt. Dazu trägt auch der große Wellnessbereich Spa und Meer bei, der sich auf Deck 11 und 12 befindet und zahlreiche tolle Saunen, Anwendungsbereiche und Entspannungsliegen bietet. Das Beste dabei ist natürlich, dass der Saunabereich komplett im Reisepreis inklusive ist und nicht zusätzlich bezahlt werden muss. Anwendungen wie Massagen zählen natürlich nicht darunter und müssen dann separat bezahlt werden. Einer der zentralen Bereiche an Bord der Mein Schiff 1 ist das Atrium. Selbiges verbindet die Decks 3, 4 und 5 und von hier aus gelangt ihr auch zu leckeren Snackmöglichkeiten wie dem Tag- und Nacht-Bistro, der, ja, wie der Name schon vermuten lässt, fast rund um die Uhr Gerichte wie Currywurst und Burger bietet. Deutlich gesünder geht es dann ja ein paar Meter weiter im ganz schön gesund zu. Hier steht eher eine locker, leichte und bewusste Küche im Fokus, die uns immer sehr gut gefallen hatte. Die Gerichte sind abwechslungsreich und echt lecker, daher von uns eine persönliche Empfehlung, dort mal vorbeizuschauen. Weitere Spots direkt am Atrium sind beispielsweise die TUI Bar, die Rezeption oder auch der Ausflugscounter an Bord. Einer der in unseren Augen schönsten Bereiche der Mein Schiff 1 ist mit Sicherheit der Diamant oder auch die große Freiheit am Heck des Schiffes auf Deck 4 und 5. Hier gibt es einige kulinarische Highlights, wobei vor allem das Esszimmer unser Herz erobert hatte. Hier ist so einer unserer ganz persönlichen Lieblingsplätze gewesen, um zum Beispiel in aller Ruhe mit einem leckeren Frühstück in den Tag zu starten. Selbiges kostet zwar einige Euro Aufpreis, jedoch werdet ihr dafür am Platz bedient und könnt aus einer reichhaltigen Auswahl an Frühstückshighlights auswählen und dabei den Blick aufs Meer genießen. Am Abend lohnt sich ein Besuch ebenso, dann sind die Speisen allerdings ebenso nicht im Reisepreis inklusive und müssen von euch bezahlt werden. Mit dem Surf and Turf sowie dem Kuchimare warten zwei weitere Aufpreisrestaurants in der großen Freiheit darauf, von euch ausprobiert zu werden. Das Surf and Turf ist dabei ein klassisches Steakhouse mit typischen Produkten in einem durchaus netten Ambiente. Bei schönem Wetter könnt ihr hier auch auf dem Außendeck essen, was wir auch schon mal ausprobiert haben. Apropos Essen, dann schauen wir uns direkt noch ein paar weitere Restaurants an Bord an. Das größte Restaurant an Bord ist der Ankelmanns Platz. Dies ist zugleich ein Buffet-Restaurant mit vielfältigem Angebot zu jeder Tageszeit. Am Morgen könnt ihr hier dann direkt an der angegliederten Backstube mit super leckeren Broten, Brötchen oder süßen Backwaren in den Tag starten oder euch dann am reichhaltigen Buffet bedienen. Ebenfalls zum Mittag und zum Abendessen erwartet euch hier ein breit gefächertes Angebot und eine Live-Cooking-Station für selbst zusammengestellte asiatische Gerichte. Aber auch zum Nachtisch gibt es sehr viele Leckereien wie Kuchen, Desserts und zahlreiche Eissorten für euch. Positiv ist auch hervorzuheben, dass das Restaurant einen Außenbereich bietet mit Blick auf die Heckwelle.
Direkt neben dem Ankelmannsplatz befindet sich zudem der Fischmarkt. Hier gibt es sowohl kostenfreie als auch aufpreispflichtige Gerichte wie beispielsweise Sushi. Kulinarische Dauerbrenner auf den Schiffen von TUI Cruises sind die beiden Bedienrestaurants Atlantik Mediterran und Atlantik Classic. In beiden werdet ihr am Platz mit täglich wechselnden Menüs verwöhnt und ja, während es im Atlantik Mediterran Pasta und vornehmlich südländische Küche gibt, erwartet euch im Atlantik Classic ein bunter Mix aus Gerichten, die eher auf den deutschen Geschmack zugeschnitten sind. Beide Restaurants sind im Übrigen im Reisepreis inklusive. Ja, und um die angefutterten Kalorien dann wieder von den Hüften zu bekommen, bieten sich auf der Mein Schiff 1 gleich mehrere Möglichkeiten. Im Sport und Gesundheit könnt ihr fast rund um die Uhr an Kraft- und Ausdauergeräten in einem hellen und freundlichen Ambiente trainieren. Richtig cool ist zudem die Outdoor-Jogging-Strecke, die über die Hälfte des Oberdecks verläuft und sogar eine Steigung bietet. Wer zudem gern an der Seeluft trainiert, der kann den Trimm-Dich-Pfad nutzen und spezielle Kursangebote werden in der Arena angeboten. Auswahl für sportbegeisterte Reisende ist auf jeden Fall genug vorhanden. Entertainment wird auf der Mein Schiff 1 natürlich auch recht groß geschrieben. Im Theater werden jeden Abend Shows und Programme angeboten und etwas beschaulicher geht es da in der Schaubühne zugange. Hier treten immer mal wieder Kabarettisten auf oder es werden Lesungen angeboten. Beide Bereiche erreicht ihr im Übrigen über den neuen Wall, der sich auf Deck 4 und 5 befindet. An diesem liegen zahlreiche weitere Einrichtungen wie Shoppingmöglichkeiten, Bars wie die Lumas Bar, ein kleines Casino, die Abtanzbar oder auch die Ebbe und Flut Bar. Eine schöne Sache ist auch das Atelier, dort könnt ihr sogar an Zeichenkursen teilnehmen. Wer es auf der Mein Schiff 1 etwas exklusiver will, der wird sich über einige exklusive Bereiche für die Suiten- und Junior-Suiten-Gäste freuen. So gibt es mit dem X-Sonnendeck ein privates Sonnendeck mit Whirlpool, Liegemöglichkeiten, Lounge und Getränkebar mit einem grandiosen Ausblick über den Bug des Schiffes. Für viele ist allerdings die X-Lounge ein echter Pluspunkt. Die Lounge ist ebenfalls in Richtung des Bugbereiches des Kreuzliners gelegen und bietet euch die Möglichkeit, hier in einem sehr ruhigen Ambiente das Panorama zu genießen und zu jeder Tageszeit zu essen. Vor allem das Club-Sandwich fanden wir im Übrigen sehr, sehr lecker. Ziemlich versteckt ist hingegen das X-Panorama-Deck über der großen Freiheit gelegen. Hier habt ihr auch nochmal eine schöne Outdoor-Lounge mit Getränkeecke, Liegemöglichkeiten und witzigen Schaukelstühlen. In Sachen Extras für Suitengäste fanden wir das Angebot auf der Mein Schiff 1 ziemlich gut. Ebenfalls sehr cool und auf Deck 5 führt über das Außendeck ein Weg bis zum Bug der Mein Schiff 1. Heutzutage ist es ja eher eine Seltenheit, so weit nach vorne auf einem Kreuzfahrtschiff zu gelangen, sodass dies ebenfalls ein sehr schöner Bereich ist, gerade wenn ihr in sehenswerten Landschaften unterwegs seid. So, und das war jetzt erstmal der Highlight-Durchlauf auf der Mein Schiff 1. Ich hoffe zum einen, dass es euch gefallen hat und mich würde natürlich auch interessieren, ob ihr ja die Mein Schiff 1 bereits kennt und was eure Highlights an Bord waren. Teilt es mir gern wie immer in den Kommentaren mit und dann sehen wir uns in einem unserer nächsten Videos hier auf unserem Kanal.